Jemand, der mich auf Twitter drauf angeschrieben hat, aber gut. Okay. Die Hey, ist doch ein Webcam, Pizzadome-Let's Webcam. Play. Moment, Okay, ich. das. Jetzt Ich muss feiere das ich. gerade total. Das heißt, ihr erfüllt dann in der nächsten Aufnahme irgendwelche Fetischwünsche von irgendeinem Zuschauer. Gruselig, hör auf. Oh, der ist wieder Pilz. Oh, ich geh da voll drauf Wahrscheinlich ab. war das Chrissy mit einem Fake-Account, einfach damit er wieder während der Aufnahme Pizza essen darf. Du traust mir sowas zu? Gut, ich würde mir sowas selber zutrauen, wenn ich Wo wir ehrlich gerade bin. von Pizza reden. Siehste? Zeno, wann kommst du vorbei und wir gehen Sushi essen? Das weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Irgendwann in den Sommerferien hätte ich das jetzt geplant. Ja gut, die Was, habe ich. Mann? Aber deine Sommerferien decken sich nur zum Teil mit meinen. Och, wen haben wir denn da? Hallo Blondlocke, ich hasse dich jetzt. Schön, wie er gerade Nadines Ignoriert. Aussage ausweicht. Das ist Ja, unsere Kilian, Sommerferien tut decken uns mir nur leid, teilweise. tut mir Oh, hi Blondlocke, ich hasse dich jetzt. Okay. Kilian, Ja, wie ignoriere gesagt, sie, ich ist weiß es noch gut. nicht so genau. Ich meine, mich erinnern zu können, du wolltest auch einen Japan-Tag. Tja, dann, Kilian, musst du dich danach richten. Ja, wir wollten uns auch alle auf den Und, Japan-Tag treffen. der ist im Mai. Ja, wir wollen uns alle auf den Japan-Tag treffen. Mai, da, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich im Mai Ferien habe. Aber vorher schneide ich mir wieder eine Glatze. Du hast doch in Bayern bestimmt Pfingstferien. Ich wollte gerade Ja, sagen, wir haben Pfing. Pfingstferien, Kiki. Ja, ich habe bloß nicht genau gewusst, wann die jetzt sind. Ich habe einen Ferienplan nicht vor mir liegen. Nicht so genau Du auswendig. als Ich hochheiliger sogar Urlaub. Katholik wirst du wohl ausrechnen können, wann Pfingstferien sind. Ja, ich weiß, dass Pfingsten immer genau 50 Tage nach Ostern ist. Ja, und was ist nächste Mann, Woche? renn nicht Ostern. weg. Ich habe ja sogar Pfingsten frei. Ich habe mir Urlaub genommen. Mal sehen. 4,7K Heilung pro Früher in Sekunde. den Pfingstferien habe ich auch immer Urlaub genommen und dann haben wir immer beim Kilian gesuchtet. Ja, ich kann mir nur Urlaub nehmen, weil unsere Schule die beweglichen Feiertage auf Pfingsten legt. Sonst müsste ich in die Schön. Schule. Und für meine mündliche Prüfung büffeln. Mein Gott, da schenkt mir gerade einer 50 Gold. Ja, ich will gar nicht wissen, wofür. Ich habe gerade rumgejammert, dass ich nicht genug Gold habe, um mir ein neues Bankfach zu kaufen. Wie sozial ist dieses Spiel denn bitte? So sozial, dass man, ich bin jetzt Level 30, gerade mal 4 Gold auf Tasche hat. Yay, Weil okay. man für Verkäufe oder für Quests gerade mal irgendwie so ein Silber kriegt. Und 100 Silber, ein Gold hier auch, oder wie ist denn? 1000. Oh. 1000. Ja, gut, diese Information braucht man vorher, damit man sich das vorstellen kann, aber ja, gut. Warum? Ich brauche auch Level 80. Ja, man merkt schon, der Killer droppt ganz chill low. Ach, fuck. Wäre auch mal schön, besseres Equipment zu kriegen. Ich sollte mal anfangen, endlich die Items einzusammeln, die wir für die Quests brauchen. Ich laufe da Ja. einfach durch und der Ja, Kelch gehört stimmt. mir. Irgendwann fange ich auch damit an. Weil Will mich nämlich mein jetzt da neues nicht drum Bankfach kloppen. 5 Gold kostete und ich hatte gerade nicht mal 5. Kann ich mir ein neues Bankfach kaufen? Irgendwer hat gepult, ich weiß nicht. Okay, ich könnte Gut, mir jetzt das. sogar Mats kaufen, um Eichi weiter zu skillen. Wir haben schon wieder dieselbe Ja. Magierin von gerade. Sehe ich auch gerade. Ist mal echt mal frei und sag mal, bist du zu dumm zum Scheißen? Eigentlich hätte ich sie ja sterben lassen sollen und so, aber gut. Ich will mal nicht so sein. Soll ich mein Spuckmakro wieder auspacken? Was ist das denn für ein Hexer, Mann? Ja. Das ist ein Demo. Na los, pack Hat das Spuckmakro aus. der so viel Abyssale zur Hand? Auch nicht mehr Und als mach die du? Webcam an und ess eine Pizza, damit der eine Zuschauer seinen Fetisch erfüllt bekommt.
Nein, dafür müsste ich erstmal Pizza machen. Ich werde eure Seelen unterjochen. Unterjochen? Nein. Unterjochen? Nee, ich will nicht unterjochen sein. Ich auch nicht. Bleib bescheuert. Nadine, das weißt du doch bereits. Ich will auch mal wieder mitspielen. Mach die blöde Benji kaputt. Ach so. Ey, ich bin schon fertig. Ich hab meine Meisterschaft. Das heißt, du kannst endlich wieder richtig heilen. Wieso ist der Typ vor mir Level Up geworden? Kann mir das nicht raus? Weil du schlecht bist. Nein, ernsthaft jetzt. Ich hab genau die gleichen Quests gemacht, genau die gleichen Indies, aber er ist vor mir Level Up. Weil wie schaut's mit deinem Erholungsbalken aus? Weil ich der Dude bin. Ich bin der Dude. Ich bin der Dude. Der Typ. Bitte? Wie schaut's bei euch mit den Erholungsbalken aus? Einmal mal so, Interesse halber. Noch 4 Balken. Ach fuck, jetzt leider neben druckt Dreckshexe. Da können wir bespucken hier. Mal sehen, was sagt meine Meisterschaft denn? Ich fuchs dich jetzt selber, oder was? Nein, da ist noch ein anderer Hexer. Wo ist meine Meisterschaft? 10% Meisterschaft. Die Heilung wird zusätzliches werden und das. Ja, einfach die 10% einfach überlisten. Das heißt, du musst immer, bevor du hattest, erstmal einen richtigen Heilzauber raufhauen. Dann kriegst. Aber ich glaube nicht mal, dass das so wichtig ist. Ich glaube, das skaliert jetzt live. Das haben die doch irgendwann geändert, dass alles sich automatisch aktualisiert. Sprich, wenn du jetzt einen Proc von Trinket hast, dass die Heilung automatisch höher wird. Ich weiß nicht, ob die das mit der Meisterschaft auch so drin haben. Da bin ich nicht sicher. Aber musst du ausprobieren. Mache es auf jeden Fall mehr Heilung. Und gleichzeitig weniger schön. Heilung, weil ich mehr Werte brauche. Die gleiche Heilung zu raushauen. Level 80 ist immer so ein Meilenstein. Einer der größten Meilensteine, die man so unterwegs kriegt. Einer von euch zu Wasser Chronicles geguckt, also den Anime? Ja. Einige der NPCs hier haben die deutsche Synchro von Kurogane. Echt? Ja. Cool. Welchen Anime? Tsubasa Chronicles. Fußball-Anime? Nein. Auch nicht der Tsubasa. Nein, nicht der Tsubasa und keine der Charaktere in dem Anime heißt Tsubasa. Das ist wirklich sehr intelligent, einen Tsubasa Chronicles Anime zu machen, der kein Charakter Tsubasa heißt. Weil es ja die Chronicles von Tsubasa sind, der nicht in den Anime vorkommt. Ich glaube, da geht es aber eher um die Übersetzung des Wortes Tsubasa. Hallo? Bei dem Namen. Und ja, das ist eigentlich ein sehr schöner Anime, das endet. Verdammt, traurig. Nicht spoilern, soweit bin ich noch nicht. Ja, ich spoilere nicht. Ich bin gerade so weit, dass die Synchronstimmen von ihm sich ändern und ich mir denke so, what the fuck, das klingt scheiße. Guckst du auf Japanisch? Nein. Warum nicht? Ich bin habgierig. Ja, aber den gibt's glaube ich noch nicht mal komplett auf Deutsch. Bin habgierig. Das heißt, irgendwann musst du es auf Japanisch dann weitergucken. Ah, dann. Bin immer noch habgierig. Aber der Anime ist toll. Mir
ging nur irgendwann die Prinzessin so ein bisschen auf den Sack. So ein bisschen verstrahlt ist sie ja schon. Ja. Im Film Tokyo Revolutions hast du noch nicht geguckt, ne? Von Tsubasa Chronicles. Nee. Okay. Gut. Na gut, storymäßig wirst du auch noch nicht an dem Punkt sein, wo du den gucken müsstest. Mal gucken, raffen sie es oder raffen sie es nicht? Mit irgendwo da hinten lag eine Harpune rum. War aber so die erste Welt, in die die kamen, immer noch mit am coolsten. Ich möchte ja gerne mehr über Fei wissen. Mal gucken, ob das auch noch mal irgendwann kommt. Man erfährt noch mehr über Fei. Es ist ja eigentlich der Charakter, der irgendwie am wenigsten Preis gibt über sich verrät. Und der ist irgendwie cool. So ein... Und ein Arsch. Nö. Bin ich nicht. Warst du schon in der Welt, wo die in die Festung rein müssen, um die Feder zu holen? Das durch eine magische Barriere geschützt wird? Ja. Das war schon ziemlich arschig von ihm, als die Herrin der Zeit gesagt hat. Nee, die Herren der Dimensionen dann gesagt hat, ja hier, du bist doch selbst Magier, du müsstest das doch selbst auflösen können. Ja, ich habe mein Tattoo aber nicht mehr. Ja, das Tattoo hat mit deiner Magie nichts zu tun. Ja, ich weiß. Aber ich nutze es als Ursprung für meine Magie. Okay, kannst du nicht einfach irgendwas anderes nehmen? Nö, kein Bock drauf. Sag mal, haben wir es jetzt allmählich mal den scheiß Drachen runterzuschießen? Ich habe aber so das Gefühl, das hängt auch damit zusammen, dass dann eventuell das, was er dann am Anfang eingesperrt hat, rauskommen könnte oder so. Nee, das hat wahrscheinlich eher was mit dem Tattoo zu tun. Also das, was er eingesperrt hat. Der hat ja den König aus seiner Welt eingesperrt. Ja, Sichtbrechung ist super, Helian. Ja, ich muss den dahin bekämpfen, weil der Harpunenkämpfer wollte da nicht rauskommen. Ja, man kommt jetzt halt ein Ende jemand und... Ja toll, jetzt ist der Drache wieder weg. Wer weiß, was passiert, wenn er seine Magie nutzt und der König da rauskommt oder so. Ich würde einfach sagen, der will nicht, dass die anderen, die mit ihm reisen, irgendwas über den wissen. Der so sowieso zu gerne, warum er den König da eingesperrt hat. Miligo away, ne? Er hat ihn ja... ja. Ich kann dann von ist er dann nicht weg, zu der Hexe der Dimension, hat er dann gesagt, ja, wenn ich hier bleibe, werde ich eh nur sterben. Gesehen, nur. Also es ist anscheinend ein Wesen, was viel zu mehr... Lex. Warum er ihn eingesperrt hat, keine Ahnung. Da ist ich habe keine Mana mehr. Ja, ich finde aber auch Pause. Klasse, wie Kurugane ja, dazu kam, dass die Prinzessin aus seinem Muss ich auch noch aus seiner Welt ihn dann einfach dahin geschickt hat. Ah, ich will dich nicht mehr und tschüss. Oh, du gehst mir auf den Sack mit deinem Scheiß kämpfen. Hier, weg. Ey, cool, das wird gepolt, obwohl ich. Aber ich finde es klar, ich der Einzige, der Hexer nicht hat gepolt, freiwillig und ich hab dann auch mit zur Hexe der Dimension und, gekommen ist. Der ist der Einzige, der nicht freiwillig dahin ist. Dem sein Pet ist losgefetzt und schon... Aber ich wüsste gerne, warum die nicht die schwarze Mokuna haben. Ja. Viel cooler. Ja, so aber die weiße Mokuna, die ist irgendwie so total verpeilt. Außerdem, hey, hast du die Hexe der Dimension mal angeguckt? Denkst du, die gibt dann das schwarze Mokuna weg und behält das weiße? Das ist wirklich interessant, wenn man nicht weiß, worum es geht und dann... Geht es um irgendetwas, was eigentlich total wichtig ist und dann das geht's um so denkt eine jeder, ja, das Schwarze ist total mächtig. Was ist das? Nein, die Hexe über, also die Hexe der Dimension, die sieht so ein bisschen Gothic Lolita mit Japano gemischt. Wie das Skelett und wie halt zwei Charaktere aus dem Spiel und einen. Dass unser Heiler nicht da ist, oder? Egal. Hab ich mir auch gerade gedacht. Gib dir mal einen Seelenstein.
Ja, es haben gerade alle durcheinander geredet. Da habe ich das nicht so wirklich mitbekommen. Was hat das Reden mit dem Sehen zu tun? Jetzt habe ich gerade zwei... 2x4 bekommen. Ja, ging mir genauso. Chi-Chi, Kiki, Chi-Chi. Aber ich sag dir, wenn du dann den Rookie Revelations guckst, also den Film, der noch ein bisschen was erklärt, dann wirst du richtige What the fuck Momente haben und auch ein bisschen Brainfuck alles. Ich wüsste ja zu gerne mal, was bei denen in der eigentlichen Dimension noch so vor sich geht, so zwischenzeitlich mal. Da läuft alles eigentlich normal, weil man sieht sogar, glaube ich, ja, man sieht ab und zu mal, was da vor sich geht. Ich habe in der letzten Zeit nichts mehr davon gesehen. Also klar, die Charaktere kommen wieder, aber... Ja klar, die gibt's ja in jeder Dimension. Ach ja, ist auch wunderbar. Chrissy hat immerhin gerade Level 80 erreicht. Jetzt hat Glutsturm, ui. Es ist wunderbar, dass wir kurz vor Ende der Instanz gestorben sind. Ja, das wäre dann so klasse, in der ersten Welt, wo die hingereist sind, da war ja der König aus der Welt vom Shaolan, war ja da dann einfach nur ein normaler Kellner. Ja, stimmt, genau. Gott, ist schon so lange her. Erste Welt, Hilfe. Alter, weißt du, wie lange das bei mir her ist? Ich habe den Anime zu einer Zeit angefangen, da musste ich dann teilweise gegen Ende noch auf die Folgen warten. Ich hatte den angefangen zu gucken, als er dann im Fernsehen lief, weil im Internet, kaum hieß es, kam die Ankündigung, das Ding läuft auf Viva, konntest du die im Internet nicht mehr gucken. Ja, weil er dann lizenziert war. Und dann, ja, dann war es so, scheiße, du hast keine Zeit dazu, weil du erst nach Hause kommst, wenn der Scheiß gelaufen ist. Das heißt, ich hatte vielleicht eine Folge in der Woche, die ich gucken konnte. Dann gibt es ja bestimmt noch irgendwann einen Showdown zwischen denen und den anderen. Diese komischen anderen, die Feder haben wollen. Oder die ganzen Federn haben wollen, was auch immer. Woher auch immer die kommen. So. Komisch, der Hexer kriegt am meisten Schaden beim Reisen, ist aber als letztes da. Ja, ich habe jetzt noch meine Quests abgegeben und mein Mastery durchgelesen. Aber Fei ist halt wirklich schon so ein kleines Arschloch. Nein, ich finde Fei toll. Warum mache ich jetzt mehr Heilung als vorher? Ich finde Shaolan klasse. Der heißt ja nicht umsonst auch kleines Hündchen, ne? Der wird wahrscheinlich auch noch hecheln und anfangen zu sabbern, wenn er hinter vor der Prinzessin steht. Bei Tokyo Revelations ist das dann ein bisschen anders, weil da ist er dann irgendwann ziemlich angepisst. Von dir? Von dem Scheiß Federn sammeln. Und. Du musst verstehen, eine Feder ist eine Erinnerung der Prinzessin. Ja, aber mit jeder Erinnerung, die sie zurückbekommt, vergisst sie ihn immer mehr. Die
Die müssen die Erinnerung einer Prinzessin wieder erlangen. Was ist, Nadine? Kriegen die eigentlich hinterher ihre Sachen wieder oder so? Nein. Das ist der Preis, den die bezahlen, damit die reisen dürfen. Weiß ich ja nur irgendwie, das klingt so nach einem fetten Happy End oder so. Weißt du, so am Ende von, ja, sie hat jetzt alle ihre Federn wieder und, ihr habt den anderen bösen Magier da platt gemacht, der die Federn haben wollte. Wie macht man das, daraus zu brechen? Einmal, mit jeder also, für sich, einmal mit Gottes Schild. Euch mal eure Sachen wieder. Nein. Das passiert nicht. Und danach, wenn er es nochmal macht, hätte ich noch eine Hand des Schutzes. Der Preis bleibt bezahlt. Ja, er kann ja trotzdem versuchen, dass sie sich in ihn verliebt, ne? Naja. Er hat ja als Preis. Bin ich zufällig hier reingekommen? Zu ihr gegeben. Nee, ging nicht mehr. Nachdem ich Level 80 war, konnte ich nur noch random Cutter anmelden. Und damit ist nicht nur die aktuelle Beziehung, sondern auch die zukünftige Beziehung gemeint. Es ist wieder... Das heißt, du bist wieder dran schuld. Er kann in diesem Prinzip nicht mit ihr zusammenkommen. Kilian ist an allem schuld. Moment. Nee, hab ich nicht gemacht, es war jemand anders. Ich will hier sowieso nicht mehr weitergehen, weil wir können jetzt Cutter machen. Geben mehr EP. Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass nein. Dehnt sich ja immer an die Sachen und er fehlt dann in diesen Erinnerungen. Das Prinzip kann eine Quest nicht von seinem Preis, den er bezahlt hat, ist aber so aufgebaut, dass sie, wenn sie die Federn wieder komplett zurück hat und sich an alles erinnert, sich überhaupt erinnern kann. Auch nicht an die, dass er bei der Reise und so dabei war. Ja, aber er steht ja vor ihr. Ja. Und er wird dann in dem Moment, wo sie ihre Erinnerungen zurückbekommen würde, wäre er dann ein komplett Fremder. Man kann ja aber von vorne anfangen. Könnte man. Das ist ja relativ. Mhm. Welche Schmuckstücke fehlen? Müssten die nicht auch noch hier drin irgendwo sein? Die sind überall durch die ganze Innie verteilt. Ja, aber müsste am Ende nicht auch noch welche Schmuckstücke sein? Guck den Anime einfach mal fertig, dann... Ist doch wohl auch so lang. Ja, der Anime ist lang, ich glaube 200 Folgen oder so.